Seit ein paar Jahren hat sich Four Not Mares von der beliebtesten Veranstaltung des Jahres zu einer jetzt in Schwierigkeit geratenen Veranstaltung entwickelt. Aber um euch zu zeigen, warum wir zu dem zurückkehren müssen, was es am Anfang so gut gemacht hat, war 2017 schon so. Bevor wir aber weitermachen, Freunde, checkt auf jeden Fall meinen Fortnite Tycoon Kanal ab. Hier kommen Videos, die über eine Stunde teilweise gehen und ich spiele dort mit euch. Und checkt auf jeden Fall meinen WhatsApp Kanal ab. Dort haben wir über 2000 Leute schon. Und wichtig, alle, die meinen Creator Code Sevil verwenden, haben die Chance, in der WhatsApp Gruppe eine V-Bucks Karte zu gewinnen. Also kommt rein! Nur wenige Wochen nachdem Fortnite und Epic das Phänomen rausbrachte, was Fortnite heute ist, bereitet man schon ein Update vor, um neue Spieler für sich zu gewinnen. Ein Halloween-Event mit dem offiziellen Namen Fortnite Mares. Fortnite hat dann anschließend den alten Store entfernt und brachte einen brandneuen Itemshop ins Spiel. Und dieser hat Ghoul Trooper und Skull Trooper zu uns gebracht. Es war ein Riesenerfolg und sie gewannen Spieler auf der ganzen Welt. Alle wollten den neuen Kürbiswerfer und die Sensenspitzhacke mal ausprobieren. Und während wir auf dieses Event zurückblicken und feststellen, wie einfach es war, war das Jahr 2017 auch ein Neuanfang. Durch die ganzen Verbesserungen war Fortnite Mares dabei, sich auf eine verrückte Reise zu begeben. Epic hatte zu der Zeit schon unglaubliche Zukunftspläne, was Live-Events und Crossovers anging. Das alles fing im Jahr 2018 an, in dem Jahr, wo Fortnite die Welt erobern würde. Ein großer Teil dieses Erfolgs war Kevin der Würfel. Nachdem wir sahen, wie Kevin der Würfel sich in eine schwebende Insel verwandelte, wussten wir, dass diese diesjährigen Fortnite Mares anders sein würden, indem sie sich mit einer Reihe von Cube-inspirierten Features an die Geschichte orientieren. Ein Fortnite-Charakter namens Deadfire stand im Mittelpunkt seiner Suche nach der Vernichtung von Zombies. Und ja, wir konnten genau dasselbe tun, als Würfelmonster auf die Battle Royale-Insel eindrangen und uns richtig gute Beute für Eliminierungen gaben. Das war das erste Mal, dass wir so eine Art Wellen von Feinden auf der Fortnite-Insel hatten und Epic war noch nicht zu Ende. Sie verwandelten Team Rumble sogar zu Halloween in Team Terror. Die Insel war dabei in vielen Details gehüllt und selbst der Battle Bus stürzte im Trailer ab. Wir haben uns aber nicht darauf konzentriert, was in der Zeit zwischen 2018 und dem vorherigen Fortnite Mares Skull Trooper etwas wie eine Ikone geworden war. Fortnite war das größte Spiel der Welt und jeder, der ihn ein Jahr zuvor nicht gekauft hat, wollte ihn unbedingt haben. Die Spieler, die den Skin schon besitzt haben, wollten das verhindern und behaupteten, sie hätten den seltensten Skin überhaupt. Also ging Fortnite einen Kompromiss ein und brachte den Skull Trooper zurück. Aber mit einer exklusiven Variante für alle, die ihn schon früher bereits besaßen. Es war das erste Mal, dass sie so etwas getan haben, aber wir wurden schnell von etwas viel Wichtigerem abgelenkt, einem Live-Event. Während Fortnite Mares noch aktiv war, war Kevin der Würfel immer instabiler geworden und führte uns zu dem berüchtigten Schmetterlings-Event, was die Fortnite-Community schockierte. Und wenn ihr jetzt zurückdenkt, habt ihr wahrscheinlich vergessen, dass dies mitten in Halloween passiert ist. Die Fortnite Mares wurden immer und immer besser. Wir hatten kleine Änderungen an einem neuen Modus, wir bekamen Fortnite Mares 2019 und das war zu dem Zeitpunkt, als wir die neue Karte von Kapitel 2 erhalten haben. Es war unglaublich und die Dinge nahmen eine plötzliche Wendung, als überall auf der Insel Veränderungen stattfanden. Zu Halloween wurde der Hey Boo-Laden in Retail Row veröffentlicht. Die übelsten Jumpscares wurden hinzugefügt und es haben sich echt viele Leute erschrocken. Ich meine, ihr lauft irgendwo rum und plötzlich springt einfach so ein Zombie vor euch. Wer schreckt sich da nicht? Ghoul Trooper kehrte dann nach 2 Jahren des Wartens endlich in den Itemshop zurück und bekam auch eine extra OG-Variante für alle, die denn damals nämlich im Itemshop gekauft haben. War schon cool, aber sie war nicht das einzige bekannte Gesicht, was zurückkam. Noch wichtiger ist, dass das Sturmkönig LTM eingeführt wurde. Der Modus hat richtig viel Bock gemacht, dass er der Lieblingsmodus der Fortnite-Spieler im Battle Royale-Modus wurde. Es war auch einer der ersten Bosskämpfe, die wir überhaupt hatten. Man liebte den Modus, doch manchmal war er viel zu schwierig, sodass er später tatsächlich genervt werden musste. Aber die Tatsache, dass sie das ganze Event nur für ein kurzes Halloween-Event entworfen hatten, war wirklich großartig. Zu der Zeit gab es aber noch mehr Überraschungen, wie die Veröffentlichung vom Pump It Up Emote. Das war eine richtig große Anspielung auf den tanzenden Kürbismann. Er gab ihnen zuerst die Erlaubnis für den Tanz, dann ging er aber vor Gericht, weil er es doch nicht wollte. Das war aber nicht so schlimm. Wir haben viel mehr größere Probleme, über die wir uns Sorgen machen müssen. Wie zum Beispiel, wie man das Event weiterhin noch besser machen könnte. Gehen wir mal zum Jahr 2020, was für alle ein sehr hartes Jahr war. Wegen Corona und so weiter und so fort. Das bedeutete aber auch, dass dieses Halloween mehr Leute von zu Hause aus Fortnite spielten als je zuvor. Das Event musste also so groß werden, dass es episch wird. Wir wollten einfach alle überrascht werden. Die meisten waren zuerst schockiert, als wir The Return of Midas sahen. Der Hype um diesen Kerl war wirklich krass. Wir waren so aufgeregt darüber, als wir davon erfuhren und er war nicht nur als Deko da. Der gesamte Feiertag stand ganz unter dem Motto Hallo zu Midas Rache. Es gab nur 2 Reaktionen. Entweder man war total begeistert oder man war total wütend über dieses Update. Es gab
einen Infektionsmodus, wo man sich in einem Geist verwandelt hat, sobald man eliminiert wurde. Man befand sich in einem Schatten und konnte die verbleibenden Spieler noch sozusagen ausschalten. Es war eine hervorragende Idee von Fortnite. Es hatte alles, was man sich für einen Halloween-Modus wünschen konnte. Mit aktualisierten POIs und neuen Gegenständen. Es hatte eine völlig andere Atmosphäre als die anderen Fortnite-Mares. Einige würden sicherlich sagen, dass diese Fortnite-Mares der Höhepunkt von allen anderen Fortnite-Mares war, wo Epic die größte Mühe investiert hat, die wir je gesehen haben. Das Update war riesig und hatte uns eine Schattentrommelgun und neue Mobility-Gegenstände geliefert. Wir bekamen sogar das erste Mal Süßigkeiten-Eimer auf der Map. Sie haben wirklich alles gegeben, außer dass es ein Riesenproblem gab. Der Modus war kein LTM, sondern ein normaler Modus. Das heißt, du hattest keine Wahl, ob du diesen Modus spielen möchtest oder nicht. Also wurde Battle Royale für 2 Wochen übernommen, was Millionen Spieler in Rage versetzt hatte, weil halt viele einfach nur Battle Royale spielen wollten. Obwohl Fortnite-Mares ein fester Bestandteil vom Halloween-Event war und Epic bis jetzt von Jahr zu Jahr mehr hinzugefügt hat. Denn das Update hatte noch so viel mehr zu bieten, wie richtig gute Skins. Zum Beispiel den Dr. Jekyll-Skin. Eine Anspielung auf Mr. Jekyll und Mr. Hyde. Der Skin hatte damals auch den allerersten Verwandlungs-Emote im ganzen Spiel. Baba Yaga, eine Figur aus einem russischen Volksmärchen, kam damals auch in den Itemshop. Vergisst aber nicht, 2020 war das Jahr, in dem Crossovers begannen. Anfangs schlichen sich die Crossovers nur in die Battle-Pässe ein. Und anschließend kamen fast jede Woche neue Crossovers rein. Zum Beispiel Ghostbusters. Klang erstmal erstaunlich, bis Epic tatsächlich einfach Default-Skins mit Jumpsuits rausbrachte im Ghostbusters-Style. Und zwar fast klar, dass sich der Trend mit den Default-Skins in den kommenden Jahren noch verschlimmern wird, da der Untergang von Fortnite-Mares sich bereits zu beginnen begann. Wir bekamen Einblicke in die Probleme von 2020 und die Risse weiteten sich mit dem letzten Event von Kapitel 2 mit der Würfelkönigin. Es sah zu Beginn richtig gut aus, als wäre es das beste Event, was wir jemals bekamen. Der Bösewicht von Kapitel 4 war auf die Karte gekommen und hatte eine neue POI mitgebracht, nämlich diese Pyramidenstadt hier. Es war eine riesige Pyramide aus vielen Würfeln, die letztendlich als Schauplatz eines Live-Events dienen sollte. Aber bevor wir dort ankamen, wurden richtig viele neue Inhalte hinzugefügt, um uns abzulenken. Es gab diesen riesigen Feind, der über die Karte gestreift ist und die Spieler in Angst und Schrecken versetzt hat. Es war wahnsinnig cool, gegen sie zu kämpfen und es brachte frischen Wind rein, nachdem man all die Jahre mit normalen Zombies gekämpft hat. Er war viel größer und stärker. Es gab auch wieder ein neues Nahkampf-Item und zwar den Sideways Sight. Sieht ähnlich aus wie die Sense, damit konnte man wirklich schnell ganze Wellen von Monstern auslöschen und war dazu noch ein großartiger Mobilitätsgegenstand. Das Ganze war auch sicherlich eine Inspiration für den Schockwellenhammer. Dann hatten wir auch noch diese Sideways-Minigun, die man mit so kleinen Würfelteilen aufbessern konnte. Was die Boss-Würfelmonster zu einer echten Herausforderung machten, war, dass sie einen wegziehen konnten und uns so am Bauen hindern konnten. Die Resident Evil-Kollabo war genau das, was sich viele erhofft haben. Das Ganze wurde tatsächlich sogar sehr gefeiert. Während andere Kollabos, wie die von Ariana Grande, sich falsch anfühlte, kam Ariana Grande auch irgendwann mal mit einem exklusiven Skin zurück. Aber das Ganze fühlte man halt nicht so. Sie brachten da auch den Core-Skelett-Skin und die Superhelden-Skins in Zombie-Form raus, aber ein Comeback, auf das wir uns freuen sollten, war nämlich der Schattenmieder-Skin. Er war endlich ein freischaltbarer Skin, aber gleichzeitig war er inzwischen 1 Jahr alt. Fühlte sich in Wirklichkeit wie ein Nachfolger von 2018 an, der die Würfelgeschichte nochmal mit Halloween verknüpfte und dieses Mal mit Hype gemacht wurde. Das Live-Event hatte auch ein Problem. Es hatte irgendwie den ganzen Sinn ruiniert. Alles, was vor sich ging, wie die POI der Pyramide oder die Rückkehr der Würfelkönigin. Es wäre sowieso alles genauso passiert. Sie haben wahrscheinlich nur Fortnite-Mares daraus gemacht, damit sie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Aber ein Kompliment an Epic. Sie hatten das Spiel zuvor so viel verändert, dass wir Angst hatten, Battle Royale nochmal zu spielen, aber als das Event zu Ende ging, standen wir kurz davor, das schlimmste Halloween der Geschichte zu erleben. Kapitel 3 hatte eine Chance, es richtig zu machen. Alle waren gehypt darauf und dann wurde Fortnite-Mares 2022 mit diesem Bild beworben. Einen DJ, der an seinem Pult steht. Ist schon ein bisschen seltsam. Sie vermittelten uns aber den Eindruck, dass bald ein Konzert ansteht. Wenn wir uns den DJ angucken, fällt einem nichts Besonderes auf. Sie ist vor einer seltsamen Menge von Geistern aufgetreten und das war's auch schon. Wenigstens gab es eine neue Waffe und zwar die Howler Claws. Man konnte mit ihnen scannen und angreifen. War aber jetzt nicht so krass. Sie blieben auch nicht lange drin, wegen einem Fehler und Epic war dazu gezwungen, sie nach der Hälfte des Events zu entfernen. Dadurch war der DJ völlig nutzlos und niemand dachte jemals wieder an diesen DJ. Zum Glück gab es aber auf der anderen Seite der Karte
Karte einen nützlichen Halloween-Standort namens Grim Gables. Ein verlassenes Haus, was voller Überraschungen war. Es hatte einen Friedhof, dort konnte man auch die Grabsteine lesen, wie zum Beispiel, dass Muskelkater 3 von 9 Leben dort vergraben hat. Oder jemand nicht dem Busfahrer gedankt hat. Im Haus selbst war ein versteckter Boss unten im Keller. Der Inquisitor-Boss. War jetzt nicht gerade der coolste Boss von allen, aber er war ziemlich okay. Auf der anderen Seite der Insel war diese Hütte, wo man einen anderen Feind fand, nämlich Willow. Sie wollte wohl keinen Besuch und versuchte jeden zu vertreiben. Und das mit ihrer Axt. Sie schlug einfach auf uns ein damit. Man konnte sogar die Hütte aus Resident Evil finden, was auch voller Easter Eggs wie dieser sprechende Elch hier war. Das ganze Event hatte Potenzial, aber die ganzen Probleme haben letztendlich Fortnite-Mares zum Absturz gebracht. Ash Williams war ja die Hauptkollabo, aber die Aufmerksamkeit ging woanders hin. Am ersten Tag von den Fortnite-Mares hieß es, dass es eine Crossover im Itemshop gibt. Jason Voorhees und Freddy Krüger sollten kommen. Und was kam? Summer von Rick und Marty. Und als man zu den Aufgaben vom Hordenansturm LTM ging, war das Hauptbild dieser kleine Kerl hier. Natürlich war es Rick die Gurke, die kostenlosen Belohnungen für den Hordenansturm. Macht dir aber halt keinen Sinn, wieso er das Gesicht vom Hordenansturm sein sollte. Kommen wir aber nochmal kurz zum Inquisitor-Boss zurück. Ein Besuch lohnte sich nämlich trotzdem. Der Ort war voller Nebel, komische Truhen und Zombies, die einen Jumpscare gaben. Also sind nicht viele dort gelandet und selbst wenn man den Boss eliminierte, war die einzige Belohnung eine Maschinenpistole. Diese sollte zwar mythisch sein, hatte aber genau dieselben Werte wie eine legendäre. Dass Fortnite-Mares mitten in der Season war, war auch ein schlechter Zeitpunkt, denn Chrome hatte nämlich die gesamte Insel übernommen. Das ganze Chrome hatte so viel eingenommen, dass kein Platz mehr für irgendein Halloween-Deko auf der Insel übrig blieb. Das hatte die Stimmung natürlich so ein bisschen gedämpft und das, was da war, wurde als schlecht bezeichnet. Aber klar, sie verwendeten teilweise nur einen einzelnen Kürbis vor einem Haus. Das Logo haben sie auch geändert, weil es alle hassten und ich bin mir sicher, das war der Tiefpunkt der ganzen Fortnite-Mares, die wir jemals erlebt haben. Deswegen war die Freude auf 2023 natürlich noch größer. Jeder hatte Erwartungen, doch wurden diese erfüllt? Halloween fühlte sich einfach nicht mehr an wie früher. 2023 gab es keine Dekoration auf der Karte und sie haben sogar die Jumpscare-Zombies einfach entfernt. Manche würden sagen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, alle Traditionen zu brechen und wollten sich von der Katastrophe des Jahres 2022 distanzieren. Aber dadurch fühlte sich das Spiel auch weniger Halloween-mäßig an, als jemals zuvor. Auch der Lobby-Hintergrund ist dieses Jahr einfach nur die Zeitmaschine, bei der Fokus mehr auf die Vorbereitung der nächsten Saison liegt, als auf dem eigentlichen Fortnite-Mares-Event. Wir bekamen auch die Rückkehr von Rick und Morty, bevor irgendwelche anderen Fortnite-Halloween-Skins veröffentlicht wurden. Zumindest dieses Mal sollte eine neue Season beworben werden. Obwohl wir leider die wenigsten Änderungen überhaupt an Battle Royale hatten, ohne neue POIs, denselben Hordenansturm-Modus wie letztes Jahr und Gegenstände, die früher genauso aussahen, außer der Hexenbesen. Da wurde halt die Farbe geändert. Und sie haben nämlich eine Cooldown hinzugefügt, der verhindert, dass man direkt nach der Landung wieder fliegen kann. Fand ich relativ schade. Aber es gibt einen Perk, wo das Ganze so ein bisschen reduziert. Man hört alles und fragt sich, ob das eine weitere Katastrophe ist. Und um ehrlich zu sein, ja, man könnte meinen, der Untergang von Fortnite-Mares ist immer noch im Gange. Aber ich habe noch nicht alle Features erwähnt, die uns dieses Jahr beschert wurden. Diesmal beginnen die Kollaborationen, die Erwartungen von damals zu erfüllen. Wenn man ein klassischer Halloween-Charakter das sein wollte, musste man Rette die Welt spielen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Wir kriegen so krasse Skins wie Michael Myers und Jack Skellington. Das ganze Set ist fantastisch. Die Spitzhacke, was ein Messer ist, hat unglaubliche Töne dazu, nämlich die von Psycho Violin. Jack Skellington, womit niemand gerechnet hat, aber das wir absolut lieben. Endlich ein klassisches Stück Film in Fortnite. Natürlich wäre es ohne eine Zusammenarbeit keine gruselige Saison gewesen. Also haben sie sich Alan Wake geschnappt, um für das neue Spiel zu werben. Fühlt sich ein bisschen aufgesetzt an, aber immer noch besser als Rick zu sehen. Wir können jetzt gegen Cardo in Vampirform antreten, der jetzt herumfliegt und einen die Seele aussaugt. Mit über 2000 Leben ist er einer der härtesten Fortnite-Mares-Bosse, denen wir je begegnet sind. Die Belohnungen lohnen sich aber, vor allem die kinetische Klinge. Es gibt aber auch einen geheimen Trick, ihn zu besiegen, und zwar mit der neuen Schrotflinte, die Holz statt Kugeln abfeuert. So bekommt Cardo nämlich doppelt so viel Schaden, da er ja ein Vampir ist. Sie haben auch alte Probleme mit zurückgebracht, wenn man sich das Logo näher anguckt, ist es dasselbe wie damals. Ich denke, dass Epic dieses Jahr eine gute Arbeit geleistet hat und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie in Kapitel 5 Fortnite-Mares aussehen wird. Meines Erachtens haben die Collabo-Skins das Fortnite-Mares dieses Jahr auf jeden Fall gerettet.